Vor mir steht Thomas Kornitzko, Präsident des Deutschen Kanuverbandes, um uns im Vorfeld der Deutschen Kanumeisterschaft 2020 ein paar Fragen zu beantworten. Herzlich willkommen, vielen Dank für das Interview. Erstmal ein Ausblick auf die deutschen Meisterschaften. Was erwarten Sie sich davon? Was stellen Sie sich vor? Also, wir sind vor allem froh, dass wir heute überhaupt deutsche Meisterschaften als eine der ersten olympischen Sportarten in diesem Jahr durchführen können. Da steckt eine Menge an Arbeit dahinter und auch an Optimismus, den wir in den letzten Wochen gezeigt haben, um an diesem Termin festzuhalten. Und jetzt haben wir es geschafft, dass sich 250 der besten Sportler im Junioren- und Seniorenbereich in Deutschland hier versammeln können. Und wir freuen uns unwahrscheinlich auf die Wettbewerbe, zumal sie der Einstieg in das olympische Jahr 2021 sind und hier Flöcke eingeschlagen werden. Ich erwarte spannende Rennen. Ich erwarte, dass in einigen Disziplinen die jungen Sportler schon versuchen, die Alten einzuholen und zu überholen. Insbesondere im Kanadier-Rennen der Herren über 1000 Meter erwarte ich einen sehr spannenden Endlauf. Ja, und dann wirklich schönen Sport. Und ich bin froh, dass wir Live-Übertragungen bzw. aufgezeichnete Übertragungen in der ARD und im ZDF haben am Samstag und Sonntag. Und dass wir alle Halbfinals und Finals im Livestream auf www.kanu.de oder sportdeutschland.tv unseren Fans zeigen können. Gestern hat überraschend eine Meldung für Aufsehen gesorgt, dass Sie sich als Präsident des Weltverbandes bewerben wollen. Das hat zu vielen Nachfragen geführt von Kanuten. Was sagen Sie dazu? Ja, das war vielleicht für einige überraschend, für andere nicht. Ich wurde gefragt und ich wollte im Radio natürlich nicht lügen und habe dann schon gesagt, dass ich mich bewerben möchte für die Wahl des Präsidenten. Im nächsten Jahr findet der Kongress, der eigentlich in diesem Jahr stattfinden sollte, dann hoffentlich im April statt. Unser alter und sehr erfolgreicher Präsident des Weltverbandes hat schon vor 4 Jahren gesagt, das ist seine letzte Amtsperiode. Damit wurde eine Stelle frei und man soll Stellen nicht hinterherjagen im Sport, sondern die müssen zu einem kommen. Und irgendwie hat das zusammengepasst und jetzt werde ich mich bewerben. Aber natürlich ist die Luft dort oben dünn und ob es dann klappt, das weiß ich nicht. Aber ich werde zumindest mein Bestes tun und habe es auch in den letzten Jahren als Vizepräsident des Weltverbandes getan, um eine Mehrheit dann im nächsten Jahr zu erreichen. Wie soll es aus Ihrer Sicht im Deutschen Kanuverband weitergehen? Also das Schöne an unserem Verband ist, dass wir sehr breit aufgestellt sind und Erfolg nicht von Einzelnen abhängt, sondern immer Ergebnis nur Teamarbeit ist. Aber natürlich haben mich viele gefragt, wie geht's weiter, wer wird neuer Präsident, machst du weiter im DKV? Und ich habe schon vor einem Jahr mich entschieden, mit Ablauf meiner Wahlperiode im April nicht mehr anzutreten. Unser Vorstand, das Präsidium, hätte es mitgetragen, wenn ich mit meiner Entscheidung zurückzutreten im DKV gewartet hätte, bis die Wahl erfolgreich im Weltverband gelaufen ist. Aber ich glaube, das gehört sich nicht, da persönliche Interessen in den Vordergrund zu stellen. Deshalb haben wir schon im vergangenen Jahr eine Findungskommission gebildet, einen neuen Präsidenten oder Präsidentin gesucht. Und wir haben zumindest einen Kandidaten, den wir sicherlich in den nächsten Tagen vorstellen können. Und dann geht das hier alles nahtlos weiter, weil Erfolg im DKV von einem Team abhängt.